R-E-W-I-N-S-I-D-E. Was geht, herzlich willkommen zu dieser wunderschönen neuen Folge von Craft Attack, meine Freunde. Ich habe sehr, sehr viele Dinge gebaut. Ich habe sehr, sehr viele Dinge euch zu zeigen, meine Freunde. Und ich habe euch den besten Livestream-Ausschnitt ever zu präsentieren, meine Freunde. Eigentlich hatte ich mir gedacht, dass ich keine Livestream-Zusammenfassung mehr machen möchte, weil ich habe mir gedacht, Leute, wer den Livestream verpasst, der ist es selber schuld. Und gestern Abend habt ihr etwas verpasst, meine Freunde. Und fragt ihn nach Sonnenschein. Gestern Abend war er da. Der echte, der einzige, der Typ mit dem... Ihr wisst, wen ich meine, Leute. ApoRed ist gestern live zu unserem TS gekommen und hat ein wenig versucht, hier unseren Minecraft-Stress zu klären. Gestern ist Folgendes passiert. Basti hat irgendwie bei Eve irgendwas gesprengt und dann kamen direkt Vorwürfe einer häuslichen Gewalt auf den Tisch, so wenn ich das jetzt mal gelinde ausdrücke. Und ich würde sagen, schaut euch einfach mal ganz kurz an, wie wir mit Apo darüber gesprochen haben. Heißt es Apo oder Red? Sag. Apo. Hä? Das heißt Red, Mann. Ja. Leute, Red, yo. Hör mir zu. Wir haben einen bei unserem Minecraft-Server, okay? Ja. So, okay. Wir haben erstmal Eve. Eve, stell dich mal kurz vor. Hey, erstmal muss alle Hallo sagen, ja? Also so geht das nicht. Ich kann nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Ja, Eve, stell dich mal. Also schau mal, Eve ist Mutter geworden, ja? Sie hat ein Kind bekommen. So, und wir haben einen auf dem Minecraft-Server. Der hat einfach ihr Haus gesprengt. Jetzt wird's komplett. Sie mit einem Block an ihrer. Das heißt, er ist an der TNT-Block. Schau, er ist ein TNT-Block. Er ist ein Gewaltiger. Was machen wir mit ihm? Du entscheidest jetzt. In Minecraft. In Minecraft? Ja. Wann, ne? Oder? Oder ist es schon zu weit gegriffen? Die Sache ist, bannen können wir nicht. Wir können nur Sachen machen, die man quasi im Spiel machen kann. Wir können nicht bannen. Ach so, okay. Ja. Ich verstehe schon, okay. Ich glaube, er muss zurückvergewaltigt werden, oder? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber von mir, oder? Das weiß ich nicht. Ja, Leute, ich glaube, ihr habt es gesehen. Es war auf jeden Fall echt eine heiße Nummer. Basti wurde dann später von uns hingerichtet. Keine Ahnung, wir haben Basti einfach umgeklatscht. Das war's. Also ist jetzt nicht der Rede wert. Wir haben dann Basti dazu verdonnert, dass er Eve auf jeden Fall Diamanten als Schutzgeld zu zahlen hat, als Entschädigung. Und ja, meine Freunde, das ist es eigentlich soweit schon gewesen. Ich wollte euch einfach nur diese Szene gezeigt haben, dass ApoRed tatsächlich gestern bei uns in Teamspeak gekommen ist und mit uns quasi über Bastis Schicksal gerichtet hat. Übertrieben feierbare Aktion auf jeden Fall, meine Freunde. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, Dienstag um 19:30 gibt es wieder einen Livestream und verpasst die Livestreams nicht, Leute. Es geht so viel kranker Scheiß down. Wir haben gestern im Livestream eine Menge gebaut, Leute, und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal die erste Neuerung. Und zwar haben wir jetzt endlich einen Minecart-Aufzug. Leute, schaut euch das an. Bam, 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 bam. Guckt euch bitte an, wie schnell wir oben sind, Leute. Das ist so dermaßen easy. Wir sind direkt hier oben angekommen bei mir. Es ist wunderschön. Was ist das? Was zum Teufel ist das denn? Lol, das habe ich eben gar nicht gesehen. Was ist das? Das hat Patrick nicht ernsthaft gemacht. Das hat Patrick nicht ernsthaft gemacht. Alles klar, meine Freunde. Diese hässliche Brücke muss auf jeden Fall heute noch zerstört werden. Lasst auf jeden Fall jetzt mal einen Daumen nach oben da, wenn ich diese Brücke anzünden soll. Ich würde sagen so, 30.000 Likes, meine Freunde, dann zünde ich diese scheiß Brücke an, weil das geht überhaupt nicht klar. Das sieht so scheiße aus. Und was ist das da vorne? Was soll das sein? Ist das eine Windmühle? Was ist das für eine Ausgeburt der Hölle? Das kann Patrick doch nicht ernst meinen, Amenakolm. Boah, Leute, ich schwöre. Leute, ich habe es von Anfang an gewusst. Ich hätte niemals mit Patrick auf einen Berg ziehen sollen. Das ist... Oh mein Gott, ist das hässlich, Alter. Was zum Teufel? Ja gut, okay, ihr habt gehört, Leute, 30.000 Likes, wir kümmern uns darum. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz mein geheimes Projekt, meine Freunde. Dazu brauchen wir erstmal diese ganzen Sachen hier. Und dann werdet ihr erstmal wahrscheinlich Augen machen. Viele werden wahrscheinlich schon geahnt haben, was das geheime Projekt ist. Oh nice, meine Hühner sind endlich gewachsen, korrekt. Ich habe jetzt endlich eine eigene Chicken Farm, meine Freunde. Meine Hühner sind wieder am Start. Ich springe mal ganz kurz runter. Ich denke mal, ich werde noch so einen kleinen Dropper irgendwo machen in den Berg rein, dass man quasi von ganz oben nach ganz unten straight up runterfallen kann, neben dem Aufzug. Ich finde den Aufzug schon so dermaßen geil, Leute. Es hat echt eine Menge Zeit gebraucht, gestern im Livestream das Ding fertig zu machen. Aber schaut es euch einfach mal an. Schaut es euch einfach mal an, Leute. Dieses Teil unfassbar nice. Also unfassbar nice und es funktioniert richtig, richtig gut und wir haben echt lange daran gesessen, aber jetzt funktioniert's. G-Time ist auf jeden Fall weggezogen. Keine Ahnung. Keiner weiß, warum er uns jetzt verraten hat, Leute. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zu meinem kleinen Geheimprojekt, Leute. Ich wollte euch eigentlich gar nicht jetzt gezeigt haben, wo ich es versteckt habe, aber ich zeige es euch trotzdem, weil Simon es gestern schon im Livestream gesehen hat, meine Freunde. Ich habe hier mit Gamerstime eine Villager-Farm gebaut und ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt einfach mal rein und ich zeige euch mal ganz kurz die kranken Deals, die diese Villager haben. Wir werden die Villager auf jeden Fall jetzt in den nächsten Tagen hochzüchten. Ich bin nämlich der Einzige gewesen, vielleicht erinnert ihr euch noch an
Folge 1, meine Freunde, wo ich einen Villager direkt in der Wand eingebaut habe, weil ich mir dachte, ja, gammelt ihr euch alle die Karotten und die Kartoffeln, Leute, ich gehe einen Schritt weiter und denkt direkt wirtschaftlich, meine Freunde. Daher habe ich auch übrigens jetzt mehr als 2,5 Stacks Emeralds, die kann ich euch auch nochmal zeigen. Wir haben eine ganze Enderkiste jetzt, glaube ich, mit Sachen drin, die auf jeden Fall ganz wertvoll sind, meine Freunde. Ich habe schon angefangen, mein Baumaterial fertig zu machen, nämlich das Concrete. Das zeige ich euch gleich auch mal, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hin und ich zeige euch erstmal ganz kurz die geisteskranken Deals, die diese kleinen Boys hier offern. Passt mal auf, hier, dieses Ding zum Beispiel, dieser Villager hier, bietet einem an, Kartoffeln bietet er an, gegen Emeralds. Wir müssen mal ganz kurz warten, bis er jetzt wieder zufrieden ist, weil ich jetzt mal irgendwas getradet habe. Dann können wir nämlich jetzt hier wieder Kartoffeln beim Traden. Schaut mal hier, Leute, wir können Kartoffeln beim Traden und davon echt nicht wenig, weil wir haben ja echt eine Menge Kartoffeln, Leute. Und das Schöne ist, meine Freunde, wenn ich keinen Bock mehr auf Kartoffeln habe, dann warten wir ganz kurz. Wir kaufen einfach ganz kurz ein paar Karotten bei ihm und dann geht er wieder frei, der Kartoffelslot, und wir können weiter Kartoffeln bei ihm verkaufen, Leute. Es ist auf jeden Fall echt eine Emerald-Farming-Maschine quasi, dieser Typ, weil letztendlich, Leute, Kartoffeln brauchen nicht lange, bis sie gewachsen sind. Ihr seht, ich habe jetzt schon 12 Emeralds einfach mal rausgeholt. Gar kein Ding. Wenn dann die Karotten belegt sind, kann ich immer noch Kürbisse bei ihm verkaufen, meine Freunde. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei 13 Emeralds. Wir warten wieder ganz kurz, bis er freigeschaltet ist, meine Freunde. Es ist auf jeden Fall gerade der Grind, den ich hier die ganze Zeit am Schieben bin. Ich mache die ganze Zeit nichts anderes, als Kartoffeln bei diesem Typen zu verkaufen. 14 Emeralds einfach mal aus dem Nichts generiert, meine Freunde. Ziemlich, ziemlich nice. Der Typ hier verkauft Bücher und Bücherregale. Wir haben hier ein Protection 4 Buch. Auch gar nicht so verkehrt. Vielleicht ballere ich mir das sogar auf meinen Brustpanzer. Ich habe nämlich schon meine Schuhe verzaubert, meine Freunde. Warte mal, bevor du jetzt hier wegläufst, mein Freund. Geh mal hier wieder ganz kurz rein. Ich habe nämlich meine Schuhe schon mit Feather Falling Protection jetzt verzaubert. Denk mal, da kommt noch Feather Falling 4 drauf und halt Unbreaking und Mending und so ein Shit. Diesen Typ müssen wir auf jeden Fall, nach oben traden, damit wir davon mehr haben, meine Freunde. Der hat auf jeden Fall Bücherregale und hier, er verkauft, schaut mal, Leute, 2 geschriebene Bücher, die ja wertlos sind, für 2 Emeralds, für 1 Emerald, auch ein extrem guter Deal. Der Kali hier verkauft Rüstungen und sowas, den habe ich noch nicht weiter freigeschaltet. Bei ihm kann ich ja noch Kohle verkaufen, 23 Kohle. Vielleicht verkauft er sogar OP-Schwerter. Das hier, meine Freunde, ist Herr Shakiri. Und Herr Shakiri ist der einzige Villager, der nicht arbeiten möchte. Aus dem Grund ist er natürlich auch der Vater von Patrick, meine Freunde. Und der Typ, schaut ihn euch an, er will nicht. Er will einfach nichts verkaufen. Er macht nichts, meine Freunde. Er macht nichts. Ich kann mit ihm nicht interagieren. Der hat mir verkauft auch noch Rüstungen. Protection 2, Unbreaking 3 ist auf jeden Fall auch gar nicht so verkehrt, meine Freunde. Kann man auf jeden Fall auch hochtraden. Ich denke mal, wenn ich davon mehrere kaufe, kann ich mir da auf jeden Fall Protection 4 mitmachen. Ist gar nicht so verkehrt. Dann haben wir hier nochmal einen, Leute, der verkauft auch nochmal Schwerter und Rüstungen und Waffen. Also auf jeden Fall echt ziemlich, ziemlich nice. Ich werde jetzt die Tage anfangen mit Gamers Time, wenn er dann hoffentlich zurückkommt nach Utopia. Die Villager quasi alle in einen Raum zu setzen, damit sie sich dann quasi weiterentwickeln und wir dann letztendlich mehr Villager quasi haben. Wir brauchen vor allen Dingen eine Menge neue Villager, die halt Mending und sowas verkaufen, meine Freunde. All das wird auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit passieren. Und ja, das ist quasi gestern alles im Livestream passiert. Also wir haben echt im Livestream eine kranke Menge an Sachen erwirtschaftet, Leute. Wir sind hingegangen und haben Basti hingerichtet. Wir haben mit Apo gechillt. Wir haben hier ein riesiges Feld angelegt. Heide Witzka, Bro. Was geht ab, Alter? Nice. Das gönne ich mir auf jeden Fall direkt mal, Leute. Dann können wir nämlich hier, was steht denn hier? Hier steht Stadt vom Bau von Rotpilz. Alter, Respekt, Dicker. Nice one, Felix. Korrekt. Ich hoffe mal, ich darf das jetzt einfach zeigen. Stand aber kein Schild oder so. Dann gehen wir jetzt erstmal hin und farmen das hier mal ab, meine Freunde. Denn mit diesem Ding kann ich nämlich auch nochmal Emeralds erwirtschaften bei den Villagern. Weil die Villager kaufen auch teilweise Weizen an. Und das ist absolut eine geile Geschichte. Also definitiv. Richtig, richtig nice. Pass mal auf, wir gehen mal ganz kurz hin und gucken mal ganz kurz, wie viel Weizen der Boy überhaupt ankaufen will von mir. Also ich muss echt sagen, meine Freunde, die Villager-Farm ist richtig, richtig effizient. Und sie ist bei weitem noch nicht da angekommen, wo wir sie letztendlich haben wollen. Denn wir werden die so krank ausstatten, meine Freunde. Wir werden da so viel reinballern. Wir werden diese Villager-Farm so krank hochzüchten, dass wir letztendlich nur noch hingehen müssen. Wir kaufen Protection 4 bei einem. Wir kaufen Mending bei einem. Wir kaufen alles, was wir für unsere Sachen, für unsere OP-Equipment brauchen. Und können dann einfach hingehen und die Sachen einfach da easy koppen. Ich habe auch oben noch einen OP-Bogen liegen, meine Freunde. Den zeige ich euch gleich auch nochmal. Ich habe mir nämlich gestern einen kleinen OP-Bogen noch gebastelt an der Skelettfarm. Werde auch wahrscheinlich heute den ganzen Tag nur eine Sache machen. Und zwar auf jeden Fall eine Menge XP-Farm, meine Freunde. Also das steht auf jeden Fall für heute auf der Tagesordnung. Und wie gesagt, wahrscheinlich werde ich heute noch eine Folge aufnehmen. Wenn wir dann hier relativ schnell die 30.000 Likes drauf haben, werde ich dann direkt auch die Brücke von Patrick direkt mal anzünden, meine Freunde. Wie gesagt, das kann man ja nicht machen. Also tu mir einen Gefallen, ja. Das sieht nicht nur scheiße aus, Leute, sondern es macht doch überhaupt keinen Sinn, weil da ist ja schon eine Brücke auf unsere Insel. Warum braucht er denn noch eine dieser Holzkopf? Also da müssen wir auf jeden Fall gegen vorgehen, meine Freunde. Das werde ich mir auch nicht gefallen lassen, dass Patrick da der Meinung ist, er könnte da irgendetwas machen ohne meine Einverständniserklärung. Nochmal, Leute, Patrick ist mein Untermieter auf diesem Felsen, auf dem Felsen der Schande, auf dem Gipfel der Schande, meine Freunde. Ich bin quasi sein Vater, was das angeht.
angeht, ja. Und Patrick hat da auf mich zu gehorchen, Leute. Und ich denke mal, dass er das auf jeden Fall einsehen wird. Wenn nicht, dann müssen wir uns auf jeden Fall auseinandersetzen. Aber ich denke mal, dass wir da auf jeden Fall eine Lösung finden. Das Problem ist, meine Freunde, dass Patrick noch eine bessere Rüstung hat als ich. Aber ich glaube, das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis ich dann letztendlich auf dem gleichen Niveau bin wie Patrick. Und von daher ist das, glaube ich, echt nicht mehr lange hin, Leute, bis wir uns da quasi erwehren können. So, ich fahre mal ganz kurz hier das Feld wieder hoch, Leute. Und dann gehen wir mal ganz kurz rüber zu den Villagern. Und ich guck mal ganz kurz, was ich für den Weizen alles bekomme an Emeralds. Also das ist auf jeden Fall echt eine nice Farm hier. Fettes Dank an dich, Rotpilz. Richtig, richtig nice, Leute. Checkt auf jeden Fall mal seine Folge dazu aus. Ja, unser Nether-Portal haben wir, glaube ich, abgerissen vorerst. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Irgendwer hat es weggetan. Keine Ahnung. Weil wir gerade dabei sind, ein Nether-Hub zu bauen. Das heißt, wir möchten quasi eine Art, ja, Schnellverbindung quasi in eine andere Stadt schaffen. Man geht quasi nur durch den Nether, geht 50 Blöcke Nether weiter durch ein anderes Nether-Portal und ist dann quasi direkt bei denen. Keine Ahnung, was ihr von der Idee haltet. Ihr könnt ja mal gerne sagen, wie ihr das findet. Ob wir das lassen sollen, damit keiner aus der anderen Stadt hier hinkommt oder ob ihr die Idee gut findet. Ich finde das persönlich eine ziemlich nice Sache. Bin der Meinung, dass sowas auf jeden Fall notwendig ist. So, passt mal auf. Jetzt gehe ich mal ganz kurz hier rüber, Leute, und verkaufe mal ganz kurz meinen Weizen bei dem Dudi hier. Schauen wir mal ganz kurz. Der hat noch nie Weizen von mir bekommen, Alter. Ist ganz geil eigentlich. Schauen wir mal ganz kurz. Boah, Leute, guckt euch das an hier. Bam, 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 bam. Richtig, richtig fett. Richtig, richtig geil, Alter. Wir haben jetzt 22 Emeralds erwirtschaftet, meine Freunde. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich auch erklären, wo ich die ganzen Emeralds her habe. Ich habe an der Villager-Farm gearbeitet, sie hochgetradet, immer, immer weiter. Und wie gesagt, die wird auf jeden Fall noch deutlich, deutlich krasser werden in nächster Zeit. Und ich wollte euch eigentlich nur gezeigt haben, was jetzt alles passiert ist, meine Freunde. Ja, wie gesagt, der Aufzug ist fertig. Die Villager-Farm wird auf jeden Fall jetzt in den nächsten Tagen gebaut. Meine OP-Equipment-Sachen werde ich auf jeden Fall jetzt auch nochmal angehen. Ich zeige euch mal ganz kurz meinen Bogen. Der müsste hier irgendwo drin sein. Warte mal, ist da vielleicht meine Enderkiste? Wo habe ich meinen Bogen hingetan, Leute? Wo ist Revis geiler Fick, Alter? Warte mal ganz kurz. Wo ist mein Bogen hin? Irgendein Penner hat meinen Bogen geklaut. Alles klar, nice one. Korrekt mal wieder. Korrekte Stadt hier auf jeden Fall. Ich würde sagen, Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat und wir unbedingt wollt, dass wir Patrick auf jeden Fall mal eins auswischen mit dieser kleinen Treppe, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das war's von dieser wunderschönen Folge von CraftAttack. Ich bin jetzt raus, meine Freunde. Wir sehen uns Dienstag um 19.30 Uhr beim Livestream. Schaut auf jeden Fall ein. Oder morgen um 12.30 Uhr bei einer weiteren Folge von CraftAttack, Leute. Haut da rein. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.